Das erste sind 8 YouTuber, die ihre Karriere ruiniert haben. Das ist schon ein bisschen älter, ist von Wissenswert. Ich glaube, Wissenswert ist gar nicht so wissenswert. Aber wir gucken mal rein, ne? Eine Plattform hat es so vielen Menschen ermöglicht, aus dem Nichts und quasi über Nacht berühmt zu werden wie YouTube. Allerdings gibt es auch kaum eine Plattform, auf der man aufgrund eines Fehlers in Sekunden alles verlieren kann. In diesem Video präsentieren wir euch daher 8 berühmte YouTuber mit unzähligen Fans, die ihre Karriere mit nur einem Video komplett zerstörten. Wir zeigen euch dafür heftige Skandale von bekannten deutschen YouTubern, aber auch krasse Intrigen und Hinterhältigkeiten, die die internationale YouTube-Szene lange in Atem hielten. Es wird also extrem spannend, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was eurer Meinung nach der größte YouTube-Skandal aller Zeiten ist. Wir sind gespannt. Beginnen wir auf der Nummer 8 direkt mit einem YouTuber, der lange Zeit ein extrem gefeierter Star war, sich mit seinem Content jedoch irgendwann zu weit aus dem Fenster lehnte. Und zwar Excel95. Excel95, der eigentlich Tobias Eckmeier heißt, ist ein mittlerweile 26-jähriger Livestreamer, der 2012 anfing, Videos zu veröffentlichen, in denen es vor allem um Essen, aber auch einfach nur um sein Leben ging. Damit traf er allerdings genau das Interesse vieler Fans und baute sich innerhalb kürzester Zeit eine Community von über 500.000 Followern auf, die regelmäßig seine Videos auf YouTube und seine Streams bei Twitch verfolgten. Irgendwann begann Excel95 dann jedoch damit, ein neues Format in seine Kanäle zu integrieren, das ihm im Nachhinein zum unwiderruflichen Verhängnis wurde. Und zwar die sogenannten Drunken Streams. Das klingt schon mal ziemlich dumm. Betrunken Stream. Excel kenne ich, aber nicht wirklich. Ich weiß, dass es den gibt. Ich habe nie was von dem gesehen. Ich weiß, dass der mal Beef mit dem Drachenlord hatte, weil das bei der einzige Thema war, aber wow. Der war so ein Haha, ich bin dick, hallo, ne? Ding, glaube ich. Naja, mal gucken. Teams. Der Inhalt der Drunken Streams war dabei so simpel wie ihr Name. Vor laufender Kamera ließ sich Excel95 mit alkoholischen Getränken volllaufen und sprach dementsprechend noch ungehemmter über seine Meinungen zu allen möglichen Themen. Dies verstörte jedoch nicht nur einige Fans, schon die erste Drunken Session verstieß in vielerlei Hinsicht gegen die Community-Richtlinien von Twitch, weshalb es nicht lange dauerte, bis er von der Plattform gebannt wurde. Das gleiche traf dann kurz darauf auch auf seine YouTube-Kanäle zu, die innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Strikes erhielten und irgendwann sogar gelöscht wurden. Im Anschluss blieb jede Beschwerde von Excel95 an YouTube erfolglos und die Plattform verbat ihm sogar offiziell, jemals in seinem Leben wieder einen Kanal zu eröffnen. Mittlerweile streamt Excel95 zwar auf der chinesischen Plattform Trovo, seine Followerzahl ist jedoch von über 500.000 auf 7.000 zusammen. Geschrumpft. Nein. Als nächstes kommen wir zu einem YouTuber, der sich ebenfalls innerhalb kürzester Zeit eine Community von knapp 300.000 Fans aufgebaut hat, jedoch über Nacht alles verlor. Und zwar Gurkensohn. Name kenne ich, habe noch nie was von dem gesehen. Ich habe nur ein paar Mal gehört, dass es den gibt. Keine Ahnung. Bis zum 4. April 2021 war Gurkensohn ein beliebter YouTuber, der vor allem Videos über seine Autos, seine Essensgewohnheiten und seine Liebe zu Essen zieht sich ein bisschen durch, ne? Gurken veröffentlichte. Nach dem 4. April 2021 verschwand er jedoch nahezu spurlos aus der Öffentlichkeit. Doch was war passiert? Vor einiger Zeit drehte Gurkensohn ein Video mit Karin Ritter, also einem Familienmitglied der sagenumwobenen Ritter-Familie, die seit Jahren von SternTV dabei begleitet wird, wie sie trotz bitterer Armut versucht, durchs Leben zu kommen. Also ich habe nicht das Video gesehen, aber ich habe mitgekriegt, dass es das Video gab, das er mit denen gemacht hat. Und die Ritter sind ja problematisch, sage ich mal. Für dieses Video versprach Gurkensohn seinen Zuschauern, dass er Karin Ritter Geld vorbeibringen möchte, damit sie und ihre Familie ein angenehmeres Leben führen können. Dieses Geld soll er laut Karin Ritter jedoch nie abgegeben haben. Du wolltest jede Woche hierher kommen und Geld bringen. Was hast du gemacht? Nichts. Bei Jasmin hast du dir in der Wohnung rumgedreht. Hier ist noch nicht ein Cent angekommen.
Eine ähnliche Geschichte ereignete sich kurze Zeit darauf. In diesem Fall startete Gurkensohn einen Spenden-Livestream, dessen Einnahmen einem seiner Fans mit körperlichen Einschränkungen zugutekommen sollten. Dieses Geld soll er jedoch nie an seinen Fan weitergegeben, sondern laut einigen Quellen selbst eingesteckt haben. Zwar dementierte Gurkensohn stets alle Anschuldigungen, als die Skandale jedoch ans Tageslicht kamen, verschwand er komplett von der Bildfläche und hat seitdem keinen neuen Content mehr hochgeladen. Auf der Nummer 6 kommen wir zu dem Mitglied eines extrem erfolgreichen YouTube-Kanals, dessen Aktion zwar nicht gleich seine komplette Karriere zerstörte, ihr jedoch zwischenzeitlich sehr großen Schaden zufügte. Die Rede ist von Gewitter im Kopf, beziehungsweise einem der beiden Protagonisten, nämlich Tim Lehmann. Für viele war der Kanal von ihm und seinem besten Freund Jan, der übrigens... Kommt jetzt das mit dieser Nazi-Gag... Ich guck mal, was das Tourette-Syndrom hat, das perfekte Beispiel dafür, wie man mit inklusivem Content nicht nur Millionen von Menschen erreicht, sondern auch ein extrem sympathisches und angenehmes Image aufbaut. Dieses Image drohte im März 2021 jedoch zu bröckeln. Damals nahm Lehmann nämlich über Nacht alle Beiträge auf den Social-Media-Kanälen von sich und Gewitter im Kopf offline. Kurz darauf postete er dann den Link zu einem Video, in dem er unter Tränen über das Ableben seines Großvaters sprach. Um seinen verstorbenen Opa zu würdigen, kündigte er darüber hinaus einen Song namens Du fehlst an, der kurz danach online gestellt wurde. Dieser Song wurde von vielen jedoch extrem negativ aufgenommen. Die Gründe dafür waren vielfältig. Zum einen war vor das Video viel Werbung geschaltet, zum anderen wurde es an einem Donnerstag um 23.59 Uhr veröffentlicht, was allgemein als beste Release-Zeit bekannt ist, um möglichst hoch in den Charts einzusteigen. Beides sorgte dafür, dass sich Lehmann Vorwürfe gefallen lassen musste, dass er den Tod seines Großvaters nur für Promo-Zwecke benutzte. Es kam jedoch sogar noch schlimmer. Kurz nach dem Song-Release entfernte Lehmann wohl einige negative Kommentare unter dem Video und manche Fans stellten sogar in Frage, ob es den besagten Großvater überhaupt je gegeben hat. Zwar sind diese Behauptungen bis heute nicht nachgewiesen, insgesamt hat die Aktion jedoch dafür gesorgt, dass der Kanal Gewitter im Kopf innerhalb kürzester Zeit 20.000 Abonnenten verlor und auch heute kaum noch an den Erfolg von früher anknüpfen kann. Als nächstes... Schwierig, aber die sind doch jetzt wieder recht groß, oder? Also ich glaube, die haben sich davon jetzt inzwischen wieder erholt. Gut, das Video ist auch schon 9 Monate alt, aber die hatten ja vor kurzem irgendwie so einen Skandal mit, dass die irgendwo zu Gast waren und dann haben die gekocht und dann hat einer von denen, ich glaube, das war so der Lehmann, ne? Am beide Tore, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, der hat so einen antisemitischen Witz gemacht und ja, da wurde dann diskutiert, sind die jetzt Nazis? Irgendwer hat gesagt, das sind Nazis. Wo man sagt so, ja gut, der hat halt Tourette, die das gesagt hat, wusste nicht, dass er Tourette hat. Dann denkt man sich so, ja gut, dann informier dich halt. Ist halt Tourette, da kann man halt nicht kontrollieren, was man sagt. So, die Frage ist, musste man das denn ab? Aber das ist, darum ging es ja gerade gar nicht. Was das Thema Kommentare löschen angeht, ich mache das nicht, aber ich finde es auch nicht schlimm. Also wenn man da irgendwelche dummen Kommentare drunter hat, auf die man keinen Bock hat. Ich meine, dafür gibt es ja die Funktion Kommentare löschen. Also ich finde es nicht so schlimm, Kommentare zu löschen. Gut, wenn er jetzt da seinen Großvater für Promo benutzt und dann halt genauso chartet, das ist wie alle, aber ist auch die Frage, ob das berechnend ist oder ob halt, wenn der vielleicht ein Label dahinter hat oder irgendwie einen Vertrieb oder so und die ihm dafür zu geraten haben, bring das mal da und da raus, das ist dann besser, weil da bringen alle ihre Lieder raus. Ja, weiß ich nicht, ob der da so groß drüber nachgedacht hat, der ist ja auch kein Musiker, ne? Der macht Musik, aber ist halt, also, ne, der Form, kein, der ist ja nicht berühmt geworden, weil er Musiker ist, so rum.
Das reisen wir in die USA und zeigen euch einen der erfolgreichsten Fortnite-Spieler aller Zeiten, der aufgrund eines dummen Fehlers alles verlor. Es geht dabei um einen Mann namens Jarvis K., der von seinen Fans einfach nur Jarvis genannt wird. Jarvis war einer der ersten YouTuber, die das Potenzial von Fortnite erkannten und baute sich bis zum November 2019 eine gigantische Fanbase auf, indem er Videos von sich beim Fortnite-Zocken hochlud. Moin. Erfolgsstory kam jedoch zu einem abrupten Ende. In einem seiner Videos zeigte er seinen über 3 Millionen Followern nämlich, wie sie einen konkreten Cheat anwenden können, um sich so einen Vorteil im Spiel zu verschaffen. Dieser Cheat verstieß allerdings gegen die Community-Richtlinien von Epic Games, also der Firma hinter Fortnite. Ja, dann viel Spaß. Ohne Vorwarnung wurde Jarvis dann von sämtlichen Fortnite-Plattformen gesperrt, was für ihn gravierende Folgen hatte. Über Nacht wurde ihm so nämlich seine komplette Content-Grundlage entzogen und er hatte keine Inhalte mehr, über die er Videos drehen konnte. Dadurch verlor er nicht nur zahlreiche Follower, sondern auch sehr hohe Einnahmen. Als kurz darauf außerdem alle Versuche gegen den Bann vorzugehen scheiterten, war Jarvis klar, dass er etwas Neues ausprobieren muss. Er versuchte sich dementsprechend an Prank-Videos, verlor jedoch auch hier seine Glaubwürdigkeit, nachdem herauskam, dass viele Videos gefaked waren. Insgesamt ist Jarvis also ein gutes Beispiel dafür, wie man aufgrund eines Fehlers alles verlieren kann. Als nächstes kommen wir zu einem YouTuber, der momentan mit einem echten Skandal die gesamte Unterhaltungsindustrie der USA in Atem hält. Und zwar Aaron Hall, den viele unter dem Namen Sunhat Kid kennen. Sunhat Kid wurde in den letzten Monaten schlagartig... Ich war schon mal ein geiles Image. Sunhat Kid. Immer so ein Sonnenhut auf. Nice. Berühmt, indem er immer wieder in den Videos von dem berühmten amerikanischen Vlogger Danny Duncan auftauchte. Bis vor kurzem waren Duncan und Sunhat Kid gute Freunde, die in ihren gemeinsamen Videos alle möglichen Arten von Faxen machten und zusammen ihre Fans begeisterten. Vor einiger Zeit trennte sich Sunhat Kid jedoch von Duncan und trat damit einen riesigen Skandal los. In einem Statement-Video vom 2.12.2021 behauptete Sunhat Kid nämlich, dass er sich von Danny Duncan nicht nur getrennt hätte, um jetzt sein eigenes Ding zu machen, sondern vor allem, weil Duncan ihm schlimme Dinge angetan haben soll. Direkt nach der Veröffentlichung des Videos entbrannte dann ein gigantischer Shitstorm über Duncan und er verschwand für einige Tage von der Bildfläche. Bis zum 8. Dezember. An diesem Tag veröffentlichte Duncan nämlich eine Gegendarstellung, in der er sämtliche Vorwürfe von Sunhat Kid entkräftete. Er zeigte in seinem Video unter anderem eine Audioaufnahme, die bewies, dass Sunhat Kid schon vor Monaten in einem privaten Gespräch mit Duncan angekündigt hatte, dass er Drama und Beef mit YouTubern starten wolle, um seine Reichweite zu erhöhen. I think I'm good at like starting drama. That's what I'm focused on, starting drama. I think I like doing drama. Selling beefs? Yeah, selling beefs. I've been doing that for a long time, from the beginning. Somit entlarvte Danny Duncan viele der Aussagen von Sunhat Kid als dreiste Lügen und stellte seinen Ruf innerhalb eines Videos wieder her und zerstörte gleichzeitig die Glaubwürdigkeit von Sunhat Kid. Dieser hat sich zwar noch nicht zu der Gegendarstellung geäußert, es bleibt jedoch spannend, wie sich dieser Streit in Zukunft entwickeln wird. Auf der Nummer 3... Das ist aber auch so dumm, ne, dass die Menschen immer... wenn sie dumme Ideen haben, das anderen erzählen müssen. Also, wenn du so ein Beef mit anderen starten willst, erzähl das doch keinem. Und schon gar nicht einem, der auch aus der, gut, der dachte, der redet mit einem Freund, der wusste nicht, dass er ihn aufnimmt. Arafats Methoden sind scheinbar auch in Amerika gang und gäbe. Aber das ist so, es ist einfach dumm. Don't trust anybody. Also, ihr seid verheiratet, dann wäre das wichtig. Dabei kommen wir zu einem Video, das schon vor über 5 Jahren erschienen ist, jedoch bis heute in der YouTube-Welt diskutiert wird und harte Konsequenzen für 2 YouTube-Pioniere hatte. Es geht dabei um Benny und Raffi Fine, die seit 2007 erfolgreich Videos hochladen und mittlerweile über 20 Millionen Abonnenten haben. Ihr Erfolgsrezept ist dabei extrem simpel. Und zwar gehörten sie zu den ersten, die Reaction-Videos hochluden. Allerdings reagierten sie nicht selbst auf andere Clips, sondern setzten andere Leute vor die Kamera. Mit der Zeit wuchs ihr Kanal mit dem Namen React dann rasant an und Formate wie Erwachsene reagieren auf Rap-Videos gingen um die Welt. 2000
Die haben das erfunden? Krass. Das ist ja heute gang und gäbe, dass man, also gerade Erwachsene und Rap und oder noch ältere Leute, also alte Leute, Großeltern und so, dass man die hinsetzt und irgendwie hier Finch asozial, hier das neue, keine Ahnung, wäre es sehr kontrovers, im das neue Shit. Ich höre den ganzen Tag Rap, mir fällt gerade kein Rap ein. Hier das neue Basultan Hengst-Lied, keine Ahnung was. Krass. Okay, womit haben sie sich vernichtet? 2016 luden sie jedoch ein Video hoch, das ihnen bis heute extrem schadet. In diesem Video kündigten sie nämlich an, das Wort React markenrechtlich schützen zu lassen, was zur Folge haben würde, dass andere YouTuber nur noch Reaction-Videos machen dürfen, wenn sie einen Teil der Einnahmen den Fine Brothers überlassen. Der Shitstorm, der daraus hervorging, war so groß, dass die Feinbrüder schnell zu den unbeliebtesten YouTubern der Welt wurden, da viele es für einen Skandal hielten, dass sich zwei Brüder an den Einnahmen von Millionen von Content-Creatern bereichern wollten. Letzten Endes nahm... Das nennt man Business Moves. Das ist sehr smart. Die Brüder das Patent zwar zurück, bis heute haben sie jedoch bei vielen Fans und YouTubern einen extrem schlechten Ruf. Auf der Nummer 1 kommen wir nun wie versprochen zu einem YouTuber, der lange Zeit für seine Videos gefeiert wurde, in denen er die Skandale von anderen YouTubern aufdeckte und die ihm bei vielen Fans einen sehr guten Ruf verschafft haben. Die Rede ist von niemand geringerem als KuchenTV. Seit einigen Wochen hat sich das Blatt jedoch komplett gewendet und KuchenTV ist nicht nur Empfänger eines riesigen Shitstorms geworden, sondern muss sich auch mit Vorwürfen auseinandersetzen, die extrem schwer wiegen und nach wie vor nicht aus der Welt geräumt sind. Doch was ist eigentlich passiert? Vor einiger Zeit sagte KuchenTV, der im echten Leben Tim Held heißt, dass er vor einigen Jahren seiner Frau und heutigen Mutter seines Kindes körperlich wehgetan hatte. Zwar sagte seine Frau mittlerweile, dass sie den Vorfall einfach nur vergessen will und Tim Held deshalb nicht mit juristischen Konsequenzen drohen will, bis heute ist jedoch nicht ganz aufgeklärt, was damals tatsächlich geschah. Der Skandal beginnt hier allerdings erst. Vor einigen Tagen veröffentlichte KuchenTV nämlich ein Video, in dem er behauptet, dass das Video, in dem er seine schlimme Tat zugab, nur inszeniert war, um seinen Hatern eins auszuwischen. Dieses Video sorgte jedoch für weitere Irritation. Seitdem muss sich KuchenTV nämlich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, er würde sensible Themen wie Taten gegen Frauen nutzen, um selbst seine Reichweite zu steigern. Da außerdem nach wie vor der Vorwurf der Körperverletzung nicht aus der Welt geräumt ist, kann das Ganze laut einigen Experten nach wie vor juristische Konsequenzen für Held haben. Die ganze Sache ist also extrem kompliziert, zeigt aber vor allem, wie man als YouTuber innerhalb kürzester Zeit sein komplettes Image ruinieren kann. Und das war... Also, zur KuchenTV-Thematik kann ich sogar ein bisschen mehr sagen, weil ich das aktuell mitgekriegt habe und... aktiv mitgekriegt habe und auch aktuell, oh, das ist mir hier alles ein bisschen zu hell, Leute. So, besser. Also das ganze Fake-Video und Aufklärung und das war halt alles zwar wahnsinnig dumm, das weiß er aber auch selber, glaube ich. Und der Punkt ist, ich habe heute, also es kam vorgestern, glaube ich, raus und ich habe heute das Interview gesehen, ein Interview gesehen von Twizzy und Cassius Clay bei Marvin California und da nimmt Twizzy und auch Cassius Clay, die ja beide mit ihm befreundet sind, nehmen da Stellung zu dem Ganzen. Also nicht direkt, sie sagen nichts korrekt, also Konkretes, aber Cassius Clay zum Beispiel, der ja selbst in einer Beziehung war, wo es häusliche Gewalt gab, die ihm angetan wurde, sagt so, hat halt deutlich gesagt, wenn das so wäre, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wäre, wäre ich mit diesem Mann nicht befreundet, dann hätte ich mit dem nichts zu tun. So. Und auch Twizzy hat gesagt, so, ey, der Typ ist kein Schläger. So, ne, also, wobei er ja auch ADHS hat und da die Aggressivität nicht immer so ganz im Griff hat, kenne ich selbst. Aber, also, wenn die beiden das schon so darstellen, ich, ja,
es sind natürlich seine Freunde, aber gerade Cassius Clay, der halt selbst aus so einer Beziehung kommt, glaube ich da irgendwie schon, wenn er sagt, wenn der das wäre, hätte ich mit dem nichts zu tun. Das kann ich auch verstehen. Deswegen, ja, aber ja, Karriere zerstört. Ich meine, GurkenTV verliert seitdem regelmäßig Abonnenten. Obwohl nicht regelmäßig, aber immer wieder mal. Und ist, glaube ich, nicht mehr so erfolgreich wie vorher, aber der verdient damit immer noch sein Geld. Der hat immer noch, der verdient immer noch genug. Der hat immer noch über 1 Million Abonnenten. Aber ich glaube, das ist bei allen, die haben alle nicht ihre Karriere ruiniert. Das ist halt purer Clickbait-Titel, wo man sagen muss, wieg dich, das hätte ich gleich machen sollen, ne? Besser gesehen. Naja. Na ja. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Bangerang Mann. Weil ich es kann. Weil ich es kann.